endlich abschieben und Nord Stream 2 reparieren. Warum übernimmt die CDU so viele AfD-Themen? Das bespreche ich heute mit Jörg Orban, dem AfD-Fraktionsvorsitzenden, mit Alexander Wiesner und mit Dr. Rolf Weigand, dem bildungspolitischen Sprecher. Und wir fangen zunächst an mit Nord Stream 2. Zu Nord Stream 1 und 2 hat der Ministerpräsident Michael Kretschmer von der CDU ja groß herumgetönt. Er will unbedingt, dass diese Leitungen sichergestellt werden und die Bundesregierung sei in der Pflicht, die Pipeline für die Zeit nach dem Krieg jetzt zu retten. Herr Orban, ich nehme an, dass Herr Kretschmer das gestern im Parlament noch einmal wiederholt hat und die CDU dann geschlossen für den AfD-Antrag gestimmt hat, oder war das nicht so? Nein, das war leider nicht so, aber es war erwartbar. Also wir haben ja gerade, was die Politik gegenüber Russland angeht als AfD, schon immer die Meinung, dass wir sagen, wir müssen auch an unser Land denken, wir müssen gucken, was bewirken die Sanktionen hier und eben jetzt auch mit diesen Gasleitungen, was bedeutet das für unser Land? Wir wissen, dass die Versorgung mit preiswerten russischen Gas für unser Land, für unseren Wohlstand, für unsere Industrie essentiell wichtig ist und dass wir dauerhaft unsere Industrie verlieren werden, wenn wir diese Quelle verlieren. Und deswegen werben wir dafür, dass diese Leitung wieder instand gesetzt wird, dass wieder Gas fließen kann und natürlich, dass die Sanktionen insgesamt aufgehoben werden. Und der Herr Kretschmer weiß, dass diese Position der AfD im Osten absolut mehrheitsfähig ist. Seine Bundespartei vertritt eine andere Position und er versucht auf diese Art und Weise natürlich auf Wählerfang zu gehen. Und er macht es eben nur mit öffentlichen Statements, wenn es konkret wird im Parlament, wenn wir Beschlüsse fassen wollen, die dann eben auch die sächsische Regierung verpflichtet, in Berlin aktiv zu werden, dann stimmt die CDU dagegen, beziehungsweise der Ministerpräsident ist gar nicht im Plenum. Er war gestern nicht da bei diesem Antrag, der wirklich sehr, sehr wichtig ist und vor allen Dingen seine eigene Position stärken könnte. Die CDU hat Ihnen nun vorgeworfen, Sie wollten die Union nur zu einem Koalitionsbruch verführen. War denn das eigentlich Ihr Ansatz? Also ging es Ihnen gar nicht um die Sache, ging es Ihnen nur darum, einen Keil reinzutreiben zwischen CDU und Grüne? Also das war nicht das Ziel. Allerdings muss man natürlich sagen, diese Koalition ist schädlich für unser Land. Sie vernichtet Wohlstand, sie spaltet die Gesellschaft. Also die Koalition ist schlecht. Wenn diese Koalition zerbrechen würde, könnte Sachsen aufatmen. Das sage ich ganz deutlich. Aber dieser Antrag zielt tatsächlich ganz konkret auf die Reparatur der Leitungen. Wir wissen ganz genau, dass diese Leitungen, wenn die noch Wochen und Monate nicht repariert werden, eben tatsächlich durch das Salzwasser so zerstört werden, dass eine Reparatur nicht mehr möglich ist. Das muss jetzt schnell passieren. Wir wissen, dass diese Leitungen für unser Land wichtig sind. Deswegen jetzt dieser Antrag, einfach nur die Reparatur zu ermöglichen. Mehr ist es gar nicht gewesen. Ein ganz kleiner Schritt hoch, wo man sagen könnte, hier, liebe CDU, euer eigener Ministerpräsident fordert das. Es geht nur um diese Möglichkeit der Reparatur. Und selbst dazu ist die CDU nicht bereit, weil sie eben sich in die Gefangenschaft mit Rot-Grün begeben hat und am Ende das machen muss, was die Grünen verlangen. Und was kam dann für Argumente, also auch zum Beispiel von den Grünen, um das, um den Antrag abzunehmen? Die grünen Argumente sind die alten Argumente. Deutschland braucht in Kürze gar kein Gas mehr. Wir machen hier alles mit erneuerbaren Energien. Wir produzieren Wasserstoff und damit läuft das super. Wir sind auf einem guten Weg. Das ist diese grüne Tagträumerei, die wir schon kennen. Wir wissen alle, dass das nicht möglich sein wird. Also technisch schon, aber finanziell nicht. Und viel mehr ist da nicht zu hören. Aber das ist, sagen wir mal, die grüne Ideologie, das nimmt man so hin. Die Grünen haben mit der Ausbildung ja sowieso ein bisschen Probleme bei vielen Leuten von ihrem Spitzenpersonal. Aber bei der CDU ist eben, da sage ich, dort müsste eigentlich der Sachverstand da sein, auch die Kontakte zur Wirtschaft, um zu wissen, dass das so nicht funktionieren kann, dass wir selbstverständlich preiswerte Rohstoffe brauchen. Aber wie gesagt, die grünen Argumente, das sind die altbekannten. Man malt sich die Welt, wie sie einem gefällt. Mehr kommt da nicht. Was nun auch die Grünen immer sagen und die CDU ist, dass es europaweit doch Konsens sei, dass man keine russische Energie mehr wolle. Und das haben Sie dann im Parlament wie folgt gekontert. Das schauen wir uns mal ganz kurz an. Der Strom kostet in Ungarn 9 Cent und in Deutschland 40 Cent pro Kilowattstunde. Deutschland ist das Energiehochpreisland in Europa. Die Industrie wandert mit den Arbeitsplätzen dann eben nach Ungarn ab. So einfach ist das. Und warum kostet der Strom dort 9 Cent und das Gas 2,5 Cent? In Ungarn wird der Strom hauptsächlich aus Kohle und Kernkraft produziert und eben nicht aus erneuerbaren Energien. Ungarn importiert Gas und Öl hauptsächlich aus Russland und das auch weiterhin. Ja, wie geht denn das? Weil Viktor Orban diese Ausnahmen für sein Land durchgesetzt hat.
gegen den Widerstand der EU-Kommission und gegen den Druck anderer Regierungschefs. Viktor Orban tut das, was Ministerpräsident Kretschmer mit der Reparatur von Nord Stream fordert. Er handelt im Interesse seines Landes. Ja, Herr Orban, um das jetzt am Ende nochmal abzurunden, wie sähe denn eine Energiepolitik im Interesse des eigenen Landes, im Interesse Deutschlands aus? Die sieht so aus, wie es im AfD-Programm steht, könnte ich jetzt ganz kurz sagen. Nee, Ungarn ist ein gutes Vorbild, auf Kernenergie setzen. Die Kohle so lange nutzen, bis wir genügend Kernenergie haben. Das ist die Technologie der Zukunft. Das hat inzwischen auch fast die ganze Welt begriffen. Bloß Deutschland weigert sich da. Und natürlich der Bezug von preiswertem Gas. Und da ist Russland mit Abstand die preiswerteste Quelle. Das, wenn wir unsere Industrie behalten wollen, dann müssen wir das eben genauso nutzen. Das sind die drei Säulen und die stehen bei uns im Programm. Und das wäre für unser Land das Beste. Ja, das wäre dann unser Land zuerst. Und unser Land zuerst hieß auch eine andere Debatte am Mittwoch, die wir geführt haben. Und da war ich jetzt auch erstaunt, das, was da vorgetragen wurde, doch endlich die Abschiebungen zu intensivieren, doch den Kommunen Hilfe zu geben, dass sie zumindest mal ihre Mehrkosten ersetzt bekommen und dass sie quasi ein Veto einlegen können, wenn Land unter ist. Ich habe gestern bei der Ministerpräsidentenkonferenz habe ich so herausgehört, dass das bei den Länderministerpräsidenten inklusive von Herrn Kretschmer doch irgendwie Konsens ist. Also Herr Wiesner, gehe ich da recht in der Annahme, dass es da auch große Zustimmung dann im Parlament am Mittwoch von Seiten der CDU gab, dass die dann auch gesagt haben, ja, danke für den Gedankenanstoß und jetzt mit der Abschiebung geht es morgen los. Ja, Herr Menzel, vielen Dank für die Frage. Wie wir das von unserer äußerst zuverlässigen CDU kennen, haben sie natürlich wie das gesamte Altparteienkartell ein Riesenproblem im Interesse Deutschlands und des deutschen Volkes zu handeln. Natürlich gab es keine Zustimmung dazu. Es war wieder einmal die beschämende Leier, die gespielt wird. Der Ministerpräsident ist nicht da, verhandelt hinter verschlossenen Türen etwas, was wir als AfD lange ins Parlament gebracht haben, wo wir als schlagkräftige Opposition den Finger in die Wunde legen. Und natürlich sind die drei Regierungsfraktionen sitzen da und sagen, nein, das ist alles nicht so. Also wenn wir uns das anschauen, was der Innenminister danach gesagt hat, was die Redner von der CDU gesagt haben, die waren nicht mal in der Lage zu benennen, wo ist denn die Grenze von Flüchtlingen, die wir noch aufnehmen können. Wenn ich mich mit den Kommunen unterhalte, dann sagen mir die Kommunen, die Grenze ist schon letzten November erreicht gewesen. Ja? Wir haben keinen Wohnraum mehr, es müssen Containerdörfer gebaut werden. Ich selber bin Abgeordneter in Leipzig. Aktuell werden bei uns zwischen 3 und 5, je nachdem wie man es zählt, neue Erstaufnahmeeinrichtungen gebaut. Alle im Umkreis um Leipzig rundherum, weit weg von der grünen Wolkenblase, dass die es ja nicht mitbekommen. Mhm. Nun gibt es da die vielen Heime in Nordsachsen, die dazukommen. In Bautzen ist das Spreehotel immer groß im Gespräch, weil man sich fragt, warum ausgerechnet ins Hotel. Wie ist denn, Herr Weigand, die Situation in Mittelsachsen? Gibt es da auch neue Asylheime, die eigentlich niemand will? Oder sind dort die Bürger begeistert, dass die Fachkräfte kommen? Also ich glaube, da ist niemand begeistert, dass die Fachkräfte kommen. Wir hatten das auch das letzte Mal im Kreistag, bin ja auch im Kreistag bei uns, und habe über Anfragen des Landes herausgefunden, dass eben nur 6% der Personen im Kontext Asyl überhaupt im Erwerbstätigkeitsfeld unterwegs sind. 17% sind aber in der Sozialhilfe, also die Einwanderung als Fachkräfte, die findet nicht statt, sondern in die Sozialsysteme. Und unser parteiloser Landrat kommt jetzt auf die Idee und sagt, er will nochmal 500 neue Wohnungen schaffen. Und da ist keine große Begeisterung in der Bevölkerung da. Ich weiß auch nicht, wie er das umsetzen will, weil er übergeht hier einfach in Gremium, was dafür verantwortlich ist, und prescht davor, anstatt die über 1000 Ausreisepflichtigen in Mittelsachsen endlich nach Hause zu schicken. Also laut Umfragen sind es wohl so 70% der Sachsen, die die Fachkräftelüge wirklich nicht mehr hören können. Jetzt nochmal zu Herrn Wiesner. Was kam denn jetzt nun für Argumente von der Gegenseite, die gesagt haben, ja, unser Land zuerst ist der falsche Ansatz? Also wenn nicht unser Land zuerst, was ist denn dann eigentlich die Alternative von den anderen? Ja, die anderen haben im Wesentlichen keine Alternative. Die Argumente, die kommen, sind, wie ich schon gesagt habe, die alte Leier. Ja, wir müssen im europäischen Kontext denken, wir müssen globalistisch denken. Ja. Das heißt im Wesentlichen Aufgabe staatlicher, deutscher Souveränität, Abwanderung unserer eigenen Entscheidung an die EU.
schauen wir uns genau die Flüchtlingskrise an. Die wird nachbefeuert durch den EU-Migrationspakt, ja, der vollkommen über unsere Köpfe hinweg entschieden wird, wo die Bevölkerung nicht gefragt wird. Und da wird sich natürlich drauf berufen. Und dann gibt es natürlich immer die Argumentationsschiene, die kommt mit, wir müssen solidarisch sein. Wir müssen solidarisch sein mit der gesamten Welt, mit allem, was passiert und so weiter und so fort. Aber wir müssen doch erstmal solidarisch sein mit unseren eigenen Leuten. Wir sind eine Industrienation, wir sind eines der angeblich reichsten Länder der Welt. Wir haben Kinderarmut, wir haben Altersarmut. Um die Leute müssen wir uns zuerst kümmern, bevor wir Sozialamt für die ganze Welt spielen. Ja, das ist ein gutes Stichwort, weil gestern gab es noch einen Dringlichkeitsantrag zur Rente. Da ging es um die Frage, wie viel ist denn uns die eigene Bevölkerung wert? Und da ging es um den sogenannten Härtefallfonds um 50 Millionen Euro aus dem sächsischen Haushalt für sächsische Rentner. Herr Orban, gab es Zustimmung zu diesem Härtefallfonds oder wie lief da die Debatte ab? Also vielleicht nochmal kurz zum Verständnis. Dieser Härtefallfonds soll im Prinzip die Ungerechtigkeit auffangen, die bei der Überleitung der DDR-Zusatzrenten ins BRD-System entstanden ist. In der DDR hatten wir sehr viele Zusatzrenten, weil die einfache normale Rente eben auch sehr niedrig war. Viele Berufsgruppen hatten da eigene Rentensysteme und die sind nicht alle übernommen worden. Um die geht's. Die sind jetzt über 30 Jahre benachteiligt worden. Und dort sollte jetzt nicht die Rente angepasst werden, sondern sollte eine Einmalzahlung an diese Person beschlossen werden, damit er zumindest in gewisser Gerechtigkeitsausgleich stattfindet. Sachsen hätte sich an diesem Fonds beteiligen können, andere Bundesländer machen das. Das hätte bedeutet, dass die Menschen dann eben 5.000 Euro als Einmalzahlung bekommen. Und dort war eine sehr interessante Diskussion, weil wir haben gemerkt, dass eigentlich alle außer der CDU bereit sind, das zu tun. Man muss auch wissen, 50 Millionen Euro sind auf den aktuellen sächsischen Haushalt gesehen tatsächlich ein Tropfen. Sachsen hat im letzten Jahr ungefähr 2 Milliarden Euro Steuermehreinnahmen erzielt, also ungeplante Mehreinnahmen, 2 Milliarden. Und dann hat die CDU sich geweigert, diese 50 Milliarden im sächsischen Haushalt, 50 Millionen bereitzustellen, um diesen Härtefallfonds beizutreten. Das ist ein Schlag ins Gesicht dieser DDR-Rentner gewesen. Für mich völlig unverständlich, wie man dort so hartherzig sein kann, wo man an anderen Stellen das Geld mit vollen Händen ausgibt. Aber wenn es um die eigenen Menschen geht, um die DDR-Rentner, da sollte kein Euro fließen. Also es ist eine ziemlich, sagen wir, für mich skurrile Situation gewesen. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass die CDU diese Hartherzigkeit hat und diese Ignoranz auch gegenüber den eigenen Menschen. Wir haben wachsende Probleme durch die Inflation. Das betrifft ja vor allen Dingen die Rentner, die eben nicht zu ihrem Arbeitgeber gehen können und sagen können, ich brauche mehr Lohn. Und gerade in dieser Situation jetzt eben dort zu sagen, nein, es gibt nichts, wir brauchen das Geld für unsere eigenen Pläne, das war schon ziemlich erschreckend. Ja, hier hat also wieder gegolten, unser Land zuletzt quasi. Dann haben wir das als Alternative der Altparteien herausgearbeitet, unser Land zuletzt. Und wie unser Land zuerst dann im Plenum abläuft, das schauen wir uns jetzt nochmal mit Alexander Wiesner an, der dazu auch gesprochen hat. Heute hat Deutschland statt 80 84 Millionen Einwohner. Der Wohnungsmarkt steht vor dem Kollaps. Senioren werden zugunsten von Migranten aus ihren Wohnungen hinausbefördert. Und die Kommunen drohen unter der Zuweisung immer neuer Migrantenmassen zusammenzubrechen. Jetzt sollen es Containerdörfer richten. Abschiebungen werden entweder erst gar nicht in Angriff genommen, scheitern am Unvermögen oder an der Sabotage sogenannter Flüchtlinge und deren Helfer. Und da muss man sich sagen, dass das, was sich hier in Deutschland abspielt, nichts, aber auch gar nichts mit Vernunft und berechenbarer Politik zu tun hat. Nur eine interessensgeleitete, eine verantwortungsvolle, eine responsive Politik im Inneren wie im Äußeren ist eine berechenbare Politik. Und deswegen sagen wir, unser Land zuerst statt zuletzt. Ja, Herr Wiesner, lassen Sie uns noch mal zu den Kommunen kommen. Das ist ja derzeit so, die Bundesregierung öffnet die Grenzen, schiebt nicht ab, zusammen mit den Ländern, die da einen Einfluss drauf haben könnten. Abschiebung ist ja Ländersache. Und im Endeffekt heißt es dann, liebe Kommunen, es ist eure Pflichtaufgabe, das ganze Problem auszubaden. Müsste das nicht komplett anders laufen? Was haben Sie da für Lösungsansätze? Naja,
Ja, es läuft so. Das Schlimme ist, bei den Kommunen bleibt aufgrund dessen, dass die Unterbringung von Migranten eine absolute Pflichtaufgabe ist, immer weniger Geld hängen, um eigene Sachen für die eigene Bevölkerung etwas zu machen. Und da muss man ganz klar sagen, da hilft nur Mitbestimmung. Da hilft eine Mitbestimmung der Bürger zum Beispiel. Fragen wir doch mal die Bürger, ob die vor ihrer Haustür das nächste Flüchtlingsheim haben wollen. Wenn es Leute gibt, die das haben möchten, dann bitte. Ich denke da an gewisse grüne Blasen, die können gerne ein Flüchtlingsheim vor der Tür haben, die können sich um die Leute mit kümmern, die können die Leute doch auch privat aufnehmen. Herr Menzel, Sie wissen das, kleiner Funfact, nein, die machen das nicht, die wollen auch nicht das Flüchtlingsheim vor der Tür haben, aber wir sind als basisdemokratische Partei für Bürgermitbestimmung, da kann man ansetzen. Man kann doch auch mal ganz gezielt an die Landräte herantreten und sie fragen, wie viel Kapazitäten haben Sie denn noch? Wie viel können Sie es denn noch bezahlen, ohne an einen Haushaltskollaps zu kommen? Und dann werden wahrscheinlich ein Großteil der Landräte sagen, zero, null, wir können es nicht mehr. Wir möchten es auch nicht, weil uns die Bürger Sturm dagegen laufen. Wir haben ja nicht nur das Beispiel, dass hier ein Seniorenwohnheim zugunsten von Flüchtlingen geräumt wird. Wenn ich mich recht entsinne, waren das auch noch Wohnungen, die einer kirchlichen Gemeinschaft gehört haben. Also ein absolutes Armutszeugnis wieder. Nein, wir haben ja da auch das Problem, dass, wenn keine da sind, neue gebaut werden müssen. Oder noch viel schlimmer, wir haben Kleinstgemeinden, 200-300 Seelengemeinden, die, weil sie so wenig sind und sich nicht wehren können, plötzlich 200-300 Neumigranten, Flüchtlinge vor die Tür gesetzt bekommen. Und also ins 300-Seelendorf kommen dann 200 und dann haben wir ein Verhältnis fast von 1:1. Richtig, das ist die neue Welt, die geschaffen werden soll. Da sind wir entschieden dagegen. Wie kann man dagegen arbeiten? Ganz klar, Bürgermitbestimmung und natürlich auch ganz klar erstmal sagen, der Staat soll sich um seine Grundaufgaben kümmern. Eine Grundaufgabe des Staates ist die Wahrung der inneren Sicherheit, ist die Wahrung der territorialen Integrität, sprich Grenzen zu schützen. Und dazu gehört es zum Beispiel auch, illegale Migranten, die kein Anrecht auf Asyl haben, wieder abzuschieben. Da gucken wir uns unseren Innenminister Armin Schuster an, der in den letzten Jahren statt 25%, wie es einmal war, ist gerade noch hinkriegt, 3% abzuschieben, nämlich 500 von 15.000. Das ist ein absolutes Armutszeugnis. Die Leute bleiben alle hier. Und jetzt mal die Frage, wer bezahlt das denn? Es bezahlen immer die Bürger, die jeden Tag aufstehen, arbeiten gehen, ihre Steuern zahlen. Das wird ihnen abgenommen, die Steuern werden immer höher und sie werden gar nicht gefragt, ob sie das möchten. Ja, also halten wir fest, direkte Demokratie, dann können auch diejenigen, die es wollen, dafür stimmen und diejenigen, die es nicht wollen, können sagen, bei uns bitte nicht. Das wäre ein großer Fortschritt und es wäre sehr, sehr demokratisch. Ja, komm. Darf ich noch eins ergänzen? Weil wenn die Landräte jetzt auch alle rumkrähen und sagen, wir können nicht mehr, sollen sie den Mut haben, das können sie nämlich selber aus ihrer Kraft heraus und sagen, bei uns im Landkreis Sachstatt Geldleistung. Richtig. Das kann der Landrat selber entscheiden. Da sollen sie es machen und dann haben wir es gesehen, was in Skandinavien passiert. Dann ist eine riesengroße Wanderungsbewegung, weil die Leute, die in die Sozialsysteme kommen, die werden einfach gehen und da kriegen wir schon eine Entlastung. Die wollen Geld. Die wollen einfach Geld, ja. Und hier müssen die Landräte nicht nur den Mund aufmachen, sondern sie müssen einfach handeln und den Mut haben dazu. Ja, das ist eine schöne Überleitung. Also kein Bargeld für Asylbewerber. Wenn das der Landrat will, dann soll er das bitte auch so umsetzen. Nun kommen wir mal zu den Geldern, die vielleicht den Deutschen dann doch zugute kämen könnten, nämlich zum Beispiel dem Erziehungsgeld. Das war eine weitere emotionale Debatte, die wir jetzt im Landtag hatten. Die wurde schon von der Zeitung groß eingeläutet, indem sie vor dieser Debatte die freie Presse hier verkündet hat. Wir können das auch für die Zuschauer dann einblenden. Landeserziehungsgeld, Auslaufmodell. Wie kann es denn sein, dass diese angebliche Familienpartei CDU jetzt eine Familienleistung zum Auslaufmodell macht? Was ist denn da schiefgegangen, Herr Weigand, in den letzten Jahren, um die Familien zu unterstützen? Die CDU hat einfach ihre konservativen Wurzeln verloren. Das habe ich auch im Plenum vorgeworfen. Sie haben das mal eingeführt in den 90er Jahren und haben es aber nie an die aktuelle Situation angepasst. Also wenn ich jetzt einer jungen Mutter sage, du kannst zu Hause bleiben nach einem Jahr Bundeserziehungsgeld, kriegst du noch Landeserziehungsgeld und kriegst fürs erste Kind 150 oder fürs dritte Kind 300 Euro im Monat,
In der aktuellen Situation bei den steigenden Preisen, bei der Inflation, ist es einfach nicht mehr zeitgemäß, wenn wir gleichzeitig für den Krippenplatz in Sachsen pro Monat 1.300 Euro zahlen, müssen wir hier das Landeserziehungsgeld deutlich erhöhen. Das haben wir gefordert auf bis zu 1.500 Euro im Monat, um wirklich ein Gleichgewicht zu schaffen zwischen beiden Erziehungsmodellen. Das hat die CDU auch mal in den 90er Jahren gewollt, hat sie aber jetzt völlig vergessen und das damit zu einem Auslaufmodell gemacht, zu einem Rohrkrepierer, weil einfach zu wenig gezahlt wird. Mhm. Zum Thema Vergessen kann ich vielleicht selber kurz schildern. Ich habe ja 4 Kinder. Und bei Kind Nummer 3 habe ich es tatsächlich verpasst, das Landeserziehungsgeld zu beantragen. Wie kann es denn sein, dass also selbst der Pressesprecher der AfD-Fraktion nicht die Kenntnis hat über die Familienleistung, die hier angeboten werden? Ja, das liegt einfach daran, dass auch zu wenig dafür geworben wird. Also niemand bekommt das ja mit, dass es da wirklich ein Landeserziehungsgeld gibt, wenn man hier irgendwie im Internet recherchiert. Es gibt das Bundesprogramm, und aber ansonsten macht Sachsen ja null Werbung dafür. Wir wollen das gerade in der demografischen Katastrophe, in die wir hineinlaufen. Wir sehen, dass Geburtenzahlen wieder massiv zurückgehen. Eigentlich ist jetzt eine Aufgabe des Freistaats zu sagen, hey, ihr Frauen, ihr jungen Männer, bekommt noch ein zweites, ein drittes, ein viertes Kind, sich auf die Mehrkindfamilie wieder zu konzentrieren, dafür Werbung zu machen, zu sagen, wir unterstützen euch dabei, wir lassen euch nicht im Regen stehen. Wenn aber ein Staat einfach sagt, naja, wir bieten das an, das werdet ihr schon irgendwo finden, da gibt es eine Broschüre, die liegt irgendwo in einer dunklen Ecke rum, da brauche ich mich natürlich nie wundern, dass ich so niemanden dazu ermutige, das überhaupt zu beantragen. Jetzt ist meine Frau nach Kind Nummer 4, gerade in der Zeit, wo es tatsächlich Landeserziehungsgeld gibt, ist das für eine Frau mit 4 Kindern, die also diese 4 Kinder betreut, für die jeden Tag Mittagessen kocht und so weiter und so fort, sind da 300 Euro ausreichend, um die Erziehungsleistung zu würdigen? Also ich gehe ja bei uns zu Hause noch selbst einkaufen. Also wenn man da wöchentlich einkaufen geht, dann merkt man ja, das wird immer mehr Geld für weniger Produkte. Also ich würde sagen, mit den 300 Euro kommt eine vierköpfige oder eine fünfköpfige Familie dann, oder sechsköpfig. Wir haben alle immer mit dazu. Vater, Mutter. Genau, und ja, Vater, Kinder, Entschuldigung, ich habe jetzt nur an die Kinder gedacht. Also ich glaube, da ist nach anderthalb Wochen ist das Geld alle. Na, und da ist noch keine Miete bezahlt, da ist noch kaum Sprit bezahlt, da habe ich eigentlich nur die Einkäufe gedeckelt und das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Und gleichzeitig sagen wir, na, in die Krippe, da geben wir das Geld rein. Und wir als AfD sagen, wir müssen endlich wieder die Wahlfreiheit schaffen für die Familie. Dass die, wenn die Mutter sagt, ich möchte arbeiten gehen, soll sie das tun, das Kind in die Krippe geben. Wir wollen aber auch die Mutter-Kind-Beziehung stärken. Und genau für die Frauen, die sagen, ich möchte länger zu Hause bleiben, muss es da ein Modell geben, was deutlich ausgebaut ist. Und mit unserem Landeserziehungsgeld wird es nicht bloß bis zu 1.500 Euro geben, sondern es wird noch einen Geschwisterbonus geben. Also da könnte die Familie Menzel oder viele andere Familien in Sachsen wirklich was davon haben, um die Familienarbeit zu Hause endlich zu würdigen. Und jetzt kam das Argument hier im Artikel der Freien Presse, ja, das kostet ja ganz viel Geld, 140 Millionen. Aber so wie Sie es erklärt haben, Herr Weigand, läuft das doch am Ende auf eine Null hinaus, weil die Krippenkosten noch so hoch sind. Also wie viel kostet es am Anfang, mal da ganz ehrlich das zu benennen, und wie viel kostet es vielleicht in ein paar Jahren? Also wenn das, ich meine, wir könnten bis auf, das haben wir ja im Antrag oder in einem Gesetz geschrieben, bis zu 140 Millionen gehen wir davon aus, dass es kosten wird. Das wird natürlich langsam ansteigen, je nachdem, wie viele Familien das wahrnehmen. Mindestbeitrag, auch das ist viel attraktiver als beim Bundeselterngeld aktuell. 750 Euro gibt es also mindestens. Das wird auch angelehnt, damit es unbürokratischer wird an das Elterngeld im Bund, die 67% vom letzten Netto, dass auch in den Behörden das relativ schnell zu bearbeiten geht. Das heißt, wer schon mal beantragt hat, ist das quasi dann ein Durchläufer. Da ist nicht mehr viel Bürokratie dabei. Jetzt müssen ja noch Einkommensgrenzen aktuell geprüft werden, es wird alles gegengerechnet. Das fällt bei uns alles weg. Und im Kita-Gesetz steht aktuell, wenn ein Krippenplatz nicht genutzt wird, dann gibt es keinen Landeszuschuss. Das heißt, das Kind, was nicht in die Krippe geht, kostet quasi nicht die 1.300 Euro im Monat. Und wenn ich bis zu 1.500 zur Verfügung stelle, habe ich ja fast null Summen Spiel. Und ehrlich gesagt, wenn wir 460 Millionen Euro jedes Jahr ins Ausland an Kindergeld zahlen, dann können wir auch mal 140 Millionen Euro für unsere eigenen Familien hier in Freistaat Sachsen investieren. Ja, was man vielleicht noch festhalten sollte, derzeit sind diese Einkommensgrenzen bei 24.000 Euro für ein Paar. Also das heißt, dass der Vater 1.000 Euro im Monat verdienen darf und die Mutter. Ist das nicht eigentlich das jetzige Landeserziehungsgeld eine Subventionierung von Armut? Würden Sie so weit gehen? Ja, also wenn man sich die Zahlen anschaut, genau die, die im mittleren Einkommen dann langsam sind, die nehmen das gar nicht mehr wahr in Landeserziehungsgeld, weil sie mit dem Geld nicht klarkommen.
Also ich subventioniere so ein bisschen Armut, das könnte man überspitzt schon wirklich sagen, aber ich erreiche eigentlich gar nicht die im mittleren Einkommen oder im etwas höheren, wo ich sage, auch da müssen wir hin, dass die sich endlich für ein zweites, für ein drittes Kind entscheiden. Das sehen wir ja an der Statistik, dass da die Schere wirklich auseinandergeht, dass je höher das Einkommen ist, dass Eltern sich immer weniger Kinder und dass gerade auch Eltern im mittleren Einkommen ganz stark Kinder auch wahrnehmen als ein Armutsrisiko. Und da muss hier der Staat endlich ran, die Familien fördern. Und das macht eigentlich unser Gesetzentwurf, der aber durch das Altparteienkartell im Landtag keine Mehrheit gefunden hat. Ja, also wir haben jetzt hier gehört, 200 Millionen, mal grob überschlagen, mehr für die Kinder, mehr für die Senioren. Herr Obern, wann kommt denn die CDU endlich zur Vernunft und wird diese pragmatischen Lösungen, die ja überhaupt nichts mit rechts, links, oben und unten eigentlich zu tun haben, wann wird die CDU solchen Dingen zustimmen? Was glauben Sie? Die CDU wird wieder pragmatische, konservative Politik machen, so wie sich die meisten Sachsen wünschen, wenn sie Sorge haben muss, dass sie an Macht verliert. Also wenn die CDU Sorge haben muss, dass sie ausreichend Mandate im Landtag bekommt, wenn sie Sorge haben muss, dass sich andere Mehrheiten bilden, dann wird sich die CDU bewegen. Das ist zumindest mein Eindruck. Die CDU macht im Moment gar keine konservative Politik mehr. Sie ordnet sich den Grünen unter aus Machterhaltsgründen. Und das ist genau der Schlüssel. Die Sachsen müssen ja deutlich auch bei der Wahl zeigen, dass sie diese Politik nicht wollen. Und dann wird auch die CDU sich bewegen. Ja, dann hoffen wir, dass es zu Bewegung in Sachsen kommt für die Familien, für die Rentner. Und natürlich immer nach dem Motto unser Land zuerst. Dann bedanke ich mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wir sehen uns hoffentlich im April wieder beim nächsten Plenum.